Herzlich willkommen zu dieser Ausgabe unserer Kurz- und Knapp-Erklärserie. Heute mit dem Thema Wasserwerte, Alkalinität bzw. Alkalität. Die Säurekapazität des Wassers KS4.3 wird auch M-Alkalinität, Gesamtalkalinität, Hydrogencarbonathärte, Säurebindungsvermögen oder auch temporäre Härte genannt. Bei dem auch geläufigen Begriff Alkalität handelt es sich hierbei um ein Synonym zu dem Wort Alkalinität, welches ebenfalls die gleiche Bedeutung besitzt. Die Alkalinität beschreibt also das Vermögen des Wassers, Zugaben von pH-Wert beeinflussenden Chemikalien zu puffern, also zum Beispiel Flockungsmittel oder Desinfektionsmittel wie Chlorprodukte oder pH-Senker und pH-Heber. Die Alkalinität sollte mindestens 0,7 Moll pro Kubikmeter bzw. M Moll pro Liter betragen, um eine ausreichende Pufferwirkung zu gewährleisten. Dieser Wert stellt die Stoffmenge der im Wasser gelösten Hydrocarbonat-Ionen dar. Die Pufferwirkung beruht im pH-Bereich 4,3 bis 8,2 auf einem Gleichgewicht zwischen Hydrocarbonat-Ionen und im Wasser gelösten Kohlendioxid. Werden dem Wasser pH-Wert senkende Chemikalien zugegeben, so verbindet sich das Hydrocarbonat-Ion mit diesen unter Bildung von Kohlensäure, die wiederum in gelöstes Kohlendioxid und Wasser zerfällt. Bei einem pH-Wert von 4,3 sind sämtliche Hydrogencarbonat-Ionen aufgebraucht, daher auch die Bezeichnung Säurekapazität KS4.3. Werden dem Wasser hingegen pH-Wert anhebende Chemikalien hinzugegeben, so bilden sich aus gelöstem Kohlendioxid und Wasser wieder Hydrogencarbonat-Ionen. Das veränderte Verhältnis aus gelösten Kohlendioxid und Hydrogencarbonat-Ionen bestimmt nun den neuen pH-Wert. Bei Alkalinitäten unter 0,7 m Moll pro Liter oder auch 35 ppm genannt, ist nun die Pufferkapazität des Wassers zu gering, um einen pH-Wert sicher einstellen zu können, da dann bereits eine kleine Menge von Säuren oder Laugen den pH-Wert unmittelbar und stark verändern. Außerdem wirkt sich in diesem Fall das Wasser korrosiv auf Rohrleitungen aus. Ein zu niedriger Alkalinitätswert lässt sich durch Zugabe von Natriumhydrogencarbonat bzw. Natriumcarbonat anheben. Bei hohen Alkalinitätswerten werden jedoch sehr große Mengen an pH-Regulatoren benötigt, um eine pH-Wertänderung zu erreichen, da die Pufferwirkung sehr stark ist. Des Weiteren droht unter ungünstigen Bedingungen wie zum Beispiel Erwärmung oder einem pH-Wert über 8,2 ein Ausfall von Kalk, das sich dann aus Hydrogencarbonat-Ionen Carbonat-Ionen bilden, welche in Anwesenheit von Calcium oder auch Magnesium wasserunlösliche Verbindungen bilden. Ein zu hoher Alkalinitätswert lässt sich nur durch einen zumindest teilweisen Wasseraustausch korrigieren. Die Alkalität P gibt an, wie viel Salzsäure der Probe zugegeben werden muss, um einen pH-Wert von 8,2 zu erreichen. Für den Schwimmbadbereich ist die Bestimmung der Alkalinität P nicht relevant, da der pH-Wert von Schwimmbadwasser immer kleiner als 8,2 ist. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, wir konnten Ihnen in diesem Kurzvideo ein paar nützliche Infos zum Thema Alkalinität mitgeben und Ihnen somit erfolgreich weiterhelfen.